Hello, I'm Johnny Cash. Johnny Cash, the song. Ein Song von Johnny Cash konnte nur ein Cash-Song sein. Wenn er anfing zu singen, wusste man, dass er es war. Dinge kommen und gehen, aber Johnny Cash ist eine feste Größe. Er passt in jede Zeit. Wir wussten, dass er der Man in Black war. Er war größer als alle anderen. Über 40 Jahre lang ragte Johnny Cash aus der amerikanischen Musiklandschaft heraus. Seine Musik war in Amerika einmalig, weil seine Stimme einmalig war. Seine Songs waren so einfach wie Country-Songs und sie sprachen düstere Stimmungen an. Auf Gefängnishöfen und in Konzerthallen, Cash dominierte die Szene als schon fast mythischer Man in Black. Man spürte, dass er die Wahrheit verkörperte, besonders als er älter wurde. Er wollte niemals verbergen, dass er auch ein böser Bube war und selbstzerstörerisch. Ich habe nie einen anderen erlebt, der mit jeder Situation fertig wurde. Wenn der Man in Black auf die Bühne trat, wurden alle still. Everybody stood at attention. Das kann man nicht kaufen oder in der Schule lernen. Man hat es oder man hat es nicht. Cash wurde nicht nur durch die Akkorde einer Rhythmusgitarre angetrieben, sondern auch durch die Frage nach Gut und Böse, die für ihn eine Frage des Überlebens war. June sagte immer, es gäbe zwei Typen, hier John und dort Cash. Es gibt diesen Widerstreit, eine dunkle Seite, mit der er immer gekämpft hat. Er war auch jemand, der tief gegraben hat nach dem, was er die raue Wahrheit nannte. He was also a guy who really dug deep, as he would say, into the gnarly truth. Seine Frau June Carter Cash brachte ihn durch alle dunklen Zeiten und die Intensität ihrer Verbindung hat in all den Jahren nie nachgelassen. Es war offensichtlich eine große Liebe mit viel Humor und Verspieltheit. Sie ließen einander nicht allein. Ich glaube, sie haben sich gegenseitig gefeiert. In den späten 60ern wurde Cash ein Hit bei der jungen Generation, als er einigen Hard-Rock-Songs seinen eigenen Stempel aufdrückte. Seine Offenheit gegenüber der Rockmusik hat mich sehr beeindruckt. Während viele Menschen aus der Country-Ecke sehr engstirnig waren und nichts hören wollten, das ihren Standpunkt und ihre Überzeugungen herausforderte, hat Cash diese Dinge mit offenen Armen aufgenommen. Es war Johnnys Mutter, die die Musik in sein Leben brachte und als erste sein Talent erkannte. Sie hat bei uns allen nach musikalischen Fähigkeiten gesucht und spürte sofort, dass Johnny Talent hatte und sehr schnell begriff, was sie ihm beibrachte. Johnny, den seine Familie nur J.R. nannte, war eines von 7 Kindern. Es waren schwere Zeiten und den Lebensunterhalt zu bestreiten war nicht leicht. Alle mussten auf den Feldern der kleinen Baumwollfarm in Arkansas mitarbeiten. Ich erinnere mich gut an die großen Baumwollballen, die mein Vater zur Verarbeitung in die 3 Kilometer entfernte Stadt schaffte. Den Wagen zogen Maultiere. Wir hatten draußen eine Wasserpumpe und einen eigenen Brunnen. Wir hatten kein fließendes Wasser, bis ich 13 war. Nach den langen Tagen auf dem Feld eilte Johnny zum Radio, um die Country-Stars zu hören, die ihn begeisterten. Eddie Arnold, Hank Williams, Ernest Tubbs und die legendäre Carter Family. Wenn Vater schlief, schlichen wir uns zurück, besonders J.R., und machten das Radio an, um noch ein paar Songs zu hören und die Grand Ole Opry. Ich glaube, er begann zu begreifen, dass er damit etwas anfangen konnte. Er schrieb oft Gedichte, die er uns auf dem Feld vortrug, und er sagte, hört euch mal an, wie das klingt. Später hat er dann diese Texte mit Musik versehen. Sein Vater sah in dem Interesse seines Sohnes an der Musik die reine Frivolität. Mein Großvater war sehr hart. Er gab einem keine Bestätigung oder Liebe.
Ich kann mir vorstellen, wie es war, so ein sensibles, freundliches, musikalisches Kind zu sein und so einen Vater zu haben, der das nicht würdigt und auch noch ziemlich brutal ist. Um Bestätigung zu bekommen, wandte sich Johnny an seinen Bruder Jack, auch wenn der nur 2 Jahre älter war als er. Sie machten viel zusammen, arbeiten und spielen, und sie waren sich sehr nahe, weil sie so viel gemeinsam hatten. Mit 14 nahm Jack einen weiteren Job an, um der Familie zu helfen, über die Runden zu kommen. Für $3 am Tag schnitt er Zaunlatten aus Eichenholz. Dann, am 12. Mai 1944, stürzte er auf die Kreissäge und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ich sah meinen Vater weinen, auf die Knie fallen und beten. Er flehte Gott an, seinen Sohn zu verschonen, wenn es sein Wille sei. Jack kämpfte eine Woche lang um sein Leben, während die Familie auf ein Wunder hoffte und bei ihm ausharrte. Aber am Morgen des 20. Mai 1944 starb Jack Cash. Der Verlust war für den 12-jährigen Johnny verheerend. Als es Gott gefallen hatte, Jack zu sich zu nehmen, war Johnny ganz leer. Er sank in eine stille, gedämpfte Stimmung ab. Mein Vater kann ohne die Einbeziehung des Verlustes seines Bruders nicht richtig verstanden werden, denn ich glaube, das war das wichtigste Ereignis in seinem Leben. Es hat ihn auf Dauer verändert. Danach wurde er von seiner Trauer getrieben. Trost spendete Johnny vor allem die Musik. Mit 17 gewann er mit seinem Gesang einen mit $5 dotierten ersten Platz bei einem lokalen Amateurwettbewerb. 1950 besuchte er auf einer Klassenfahrt die Grand Ole Opry in Nashville, den Tempel der Country-Musik. Die umjubelte Carter Family stand auf dem Programm und Johnny wurde von June Carter verzaubert. Was sie tat, tat sie mit großer Leichtigkeit und das mochte er an ihr. Sie war sehr stark und sie war eine große Komödiantin. Sie stand I Love Lucy in nichts nach. Du bist ein netter Junge und du siehst gut aus, allein schon dein Haar. Nein, nein, gib es mir nicht rüber, ich will es von hier bewundern. Johnny Cash schwor sich, June wiederzusehen. Aber ihre Wege sollten sich 6 Jahre lang nicht mehr kreuzen. Der eiserne Vorhang war gefallen, der Kalte Krieg längst Realität und die USA kurz davor, in einen blutigen Konflikt mit Korea einzutreten. Und Johnny Cash musste eine wichtige Entscheidung treffen. Als er von der Air Force nach Hause kam, brachte er Bänder von Liedern mit, die er geschrieben und in den Rekorder gesungen hatte. Er war ein ziemlich guter Sänger und Songschreiber, aber ich hätte mir trotzdem nicht träumen lassen, dass dieser J.R. Cash einmal der größte Superstar des Musikbusiness werden würde. Im Juni 1950 traten die Vereinigten Staaten in den Koreakrieg ein. Cash hatte daheim keine wirkliche Perspektive und so verpflichtete sich der 19-Jährige für 4 Jahre bei der Air Force. Er begab sich zum Stützpunkt Lackland in San Antonio. Es zeigte sich schnell, dass er ein unglaubliches Talent zum Dechiffrieren von Morsecodes hatte. Er wurde nach Landsberg am Lech in Bayern geschickt, wo er beim Abfangen von Botschaften aus der Sowjetunion gute Dienste leistete. Am Ende seiner Dienstzeit versuchte die Air Force, Cash zu einer Verlängerung zu bewegen und beförderte ihn zum Staff Sergeant, zum Oberfeldwebel. Aber er wollte seinen Traum von einer Musikerkarriere nicht aufgeben. Außerdem hatte er sich in eine Frau verliebt, die er während der Grundausbildung in Texas kennengelernt hatte, Vivian Liberto. Sie hatten sich weiterhin geschrieben. Es waren also 2 Leute, die sich im Grunde nicht wirklich kannten. Und sie haben mir nichts, dir nichts geheiratet. Am 7. August 1954 fand die katholische Trauung in San Antonio statt.
Dann brachen der 22-jährige Johnny Cash und seine Ehefrau nach Memphis auf, wo er seinen Ambitionen als Sänger besser nachgehen konnte. Aber als Ernährer brauchte er einen Job und so arbeitete er als Verkäufer von Elektrogeräten. Ich ging einmal in den Laden, in dem er arbeitete, und er trug Anzug und Krawatte und sah richtig gut aus. Ich wollte gleich etwas kaufen, weil mein Bruder der Verkäufer war. Aber sein Herz gehörte der Musik. Das wurde uns langsam allen klar. Zur gleichen Zeit arbeitete Johnnys älterer Bruder Roy in einer Autowerkstatt in Memphis. Er stellte ihm zwei musikalische Mechaniker vor. Marshall Grant spielte Bass und Luther Perkins E-Gitarre. Bald traten die drei als Johnny Cash and the Tennessee Two auf. Auf der Bühne erschienen die Musiker häufig in einer Farbe, die für Cash zum Markenzeichen werden sollte, in Schwarz. Natürlich trugen er, Luther und Marshall schwarz. Es war sozusagen die angesagte Uniform. Man sah keine Flecken darauf, es war billig und sah auf der Bühne gut aus. So fing das mit dem schwarzen Outfit an. Cash wollte es unbedingt schaffen. Und so wandte er sich an einen Mann, der es möglich machen konnte, den Boss von Sun Records, Sam Phillips. Ich war von seiner Stimme beeindruckt, Punkt. Stimmen haben mich immer fasziniert, am Telefon oder wenn jemand Hallo sagt. Ich weiß, dass ich von so etwas angezogen werde und Johnny Cash's Stimme zog mich an. Cash bekam die Chance, einen Song aufzunehmen, den er selbst geschrieben hatte, Hey Porter. Aber um eine Single herausbringen zu können, brauchte er eine Nummer für die B-Seite. Er schrieb das Liebeslied Cry, Cry, Cry und legte damit seinen typischen Stil fest. Cash Musik war nicht ganz Country und nicht ganz Rock'n'Roll. Sie war einzigartig. Johnny Cash sprach dich direkt an. Baby, du wirst weinen, weinen, weinen. Und das mit seiner monotonen Stimme und dem Sound. Keiner klang wie er. Diese Energie, dieses Kantige und etwas Dunkles. Auch wenn ich noch zu jung war, um zu wissen, was dieses Dunkle war. Etwas Ursprüngliches, das er im Griff hatte und das einfach zu ihm gehörte. Bis zum Frühjahr 1955 waren allein in den Südstaaten von der Single, die Hey Porter und Cry, Cry, Cry enthielt, 100.000 Exemplare verkauft worden. Über Nacht hatte es Cash geschafft. Und er begann eine Tournee mit keinem Geringeren als Elvis Presley. Er unterschrieb bei Sun Records und schnell folgte ein weiterer Hit, Folsom Prison Blues. I hear the train a-comin', it's rollin' around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison. Als ich ihn das erste Mal im Radio hörte, hatte ich gerade mein Auto auf dem Hollywood Freeway demoliert. Es war Folsom Prison Blues. Ich dachte, er klingt, wie er aussieht, dieser schroffe Sound. Und er hat mich nicht enttäuscht. Ich lag mit meinem Radio auf einem Handtuch am Strand und als er kam, sprang ich auf und schrie allen zu, hör zu, das ist mein Bruder. Mit den Tantiemen konnte Cash ein Haus und einen gebrauchten rosa-schwarzen Lincoln kaufen. Er und Vivian freuten sich auch über die Ankunft ihres ersten Kindes Roseanne am 24. Mai 1955. Aber trotz seines Erfolges war Vivian über die Fallgruben des Lebens im Showbusiness besorgt. Cash verarbeitete seine eigenen Gefühle über die Herausforderungen des Künstlerlebens in einem Lied, das er 1956 schrieb. Er wollte es Because You're Mine nennen, aber Carl Perkins schlug einen anderen Titel vor, I Walk the Line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that's fine. Because you're mine. I walk the line.
Der Song wurde ein Mega-Hit und stieg auf Platz 1 der Country-Charts, wo er 43 Wochen lang blieb. Er war auch in den Pop-Charts platziert und verkaufte sich 2 Millionen Mal. I Walk the Line brachte Aufmerksamkeit im ganzen Land. Let's have a great big grand old Opry welcome for Johnny Cash. Zum ersten Mal wurde Cash zu einem Auftritt in der Grand Ole Opry eingeladen. Dort traf er endlich wieder auf June Carter und er spürte, obwohl beide zu der Zeit verheiratet waren, dass er noch immer in sie vernarrt war. Sie war backstage und er ging zu ihr und stellte sich vor. Sie sagte, ich weiß, wer Sie sind. Darauf er, eines Tages werde ich Sie heiraten. Sie sah auf und erwiderte, das wäre nett. June Carter war nicht der einzige neue Fan von Cash. Er ging auf die Bühne und beendete seinen Auftritt in der Grand Ole Opry mit 6 Zugaben. Und für Sun Records folgte ein Cash-Hit nach dem anderen. Big River, dann Guess Things Happen That Way und The Ballad of a Teenage Queen. Unter dem Label von Sun verkaufte er 6 Millionen Schallplatten und begann mit einer eigenen Tournee vor ausverkauften Häusern. Cash gefiel das Leben auf der Landstraße und der Kontakt mit den Fans. Aber schon bald kündigte sich eine Wende zum Schlechteren an. Um den Anforderungen allabendlicher Auftritte gewachsen zu sein, begann er, Amphetamintabletten zu schlucken. Man kann nicht beschreiben, was für eine magische Wirkung diese Amphetamine eine Zeit lang haben. Man konnte 4-5 Tage am Stück wach bleiben und vergaß sein Lampenfieber. Das gab's nicht mehr. Man ging raus und war der King. Cash war auf einem gefährlichen Weg. Er hatte Stimmungsschwankungen und es gab bizarre Vorfälle. Er deponierte Pferdedung in Hotelhallen und kämpfte sich mit einer Feuerwehraxt durch die Wand seines Hotelzimmers. Da gab es seltsame Sachen, die er anstellte, wie die Möbel in einem Hotelzimmer abzusägen, um sie für kleine Menschen bequemer zu machen. Oder wie die Umgestaltung eines Hotelzimmers von einer schönen Designerfarbgebung zu reinem Schwarz, damit es zur Garderobe passt. Dabei ging es letztlich darum, gesund zu bleiben. Sie hatten 200-300 Auftritte im Jahr. Das bedeutete viel Zeit auf der Straße. Sein Verhalten brachte ihn ein paar Mal ins Gefängnis. Und seine neue Rolle als Gesetzloser brachte seiner Musik eine neue Anhängerschaft. Folsom Prison Blues wurde zur Hymne von Gefängnisinsassen. Sie identifizierten sich mit dem Song und dem Sänger. Auch wenn Cash ihr Schicksal niemals wirklich geteilt hatte. Er wurde nie verurteilt und eingebuchtet wie der Kerl in Folsom Prison Blues. Einige Nächte war er im Knast, wenn er eine Bedrohung der öffentlichen und seiner eigenen Sicherheit war. Mit anderen Worten, wenn er so high war, dass man ihn wegschließen musste. ...1958 hatte Cash das Gefühl, dass er lange genug bei Sun Records gewesen war. Sam Phillips erhöhte seine Tantiemen nicht und lehnte es ab, das Gospel-Album herauszubringen, das Cash immer hatte aufnehmen wollen. Nach 3 Jahren kam es zum Bruch, der nicht einvernehmlich erfolgte. Ich habe niemandem dieser potenziell Kreativen meinen Willen aufgedrückt. Ich suchte immer ungeschliffene Diamanten, gerade gehoben, dann geformt und dann ging es los. Es war also eine legitime Sache von John, die jedem von uns passieren kann. Aber nichtsdestotrotz, er ging und ich war darüber nicht erfreut. Cash fand bei Columbia Records genau das, was er suchte. Und 1959 erschien mit Hymns by Johnny Cash die erste von vielen religiösen Platten. Nun trat er auch öfter in Fernsehserien und Filmen als Schauspieler vor die Kamera. Seine Karriere entwickelte sich gleichzeitig in verschiedene Richtungen und so war es besser, nach Südkalifornien zu ziehen. Johnnys Haus war ein Sammelpunkt und er hatte als einziger von der Gang einen Swimmingpool. Das machte sein Haus so günstig für alles. Vivian war eine großzügige Gastgeberin und die Mädchen waren noch klein. Die Familie Cash bekam Zuwachs. Am Ende waren es 4 Mädchen. Johnny und Vivian sahen wie das perfekte, wohlhabende Paar aus. Aber sie waren nur selten zusammen.
und die Ehe litt unter der häufigen Abwesenheit des Mannes. Meine Mutter liebte ihn, seine Musik und was er war. Ich glaube, sie hatte keine Ahnung, wo das hinführte, dass er so berühmt werden würde oder was das bedeutete. Die Beeinflussung des Privatlebens, wie er ihr entrissen wurde und immer beschäftigt war, das war für sie völlig unglaublich. Sie konnte das nicht bewältigen. Sie wollte eine nette, kleine, ordentliche Familie. Und das ging nicht mit ihm. Sie waren zu verschieden. In den 60ern war Johnny Cash längst mehr als ein etablierter Sänger. Er hatte sich zu einem modernen amerikanischen Helden entwickelt. Seine Live-Auftritte begeisterten das Publikum in Großstädten ebenso wie in ländlichen Gemeinden. Hello, I'm Johnny Cash. Eine große Show mit Johnny Cash war einfach gut. Ich war dabei und habe die Euphorie der Menge gespürt. Oft musste ich vorn stehen und sagen, es tut mir leid, aber er kommt nicht noch einmal. Gute Nacht. 1962 kam dann June Carter mit auf die Bühne. Ein Wendepunkt für Cash. Und es sollte nicht lange dauern, bis aus der Vernarrtheit seiner Jugend Liebe wurde. Als er anfing, mit June und der Carter Family zu arbeiten, hat er sich sehr verändert. Ich merkte, dass er mit Menschen arbeitete, bei denen er sich wohlfühlte und mit denen er seine Art Musik machen konnte und durch die sie noch besser klang. Ich habe ihn einmal nach der Magie zwischen ihm und der Carter Family gefragt und er sagte, das war ein schlimmer Fall von Liebe zwischen mir und June. That was a bad case of love between me and June. Cashs Beziehung zu June war eine schwere Belastung für seine Ehe. Doch Vivian hoffte immer noch, die Familie zusammenhalten zu können. Und als gläubige Katholikin kam eine Scheidung für sie nicht in Betracht. Cash verbrachte immer weniger Zeit zu Hause und wurde immer abhängiger von den Tabletten. Mit uns sprach niemand über das, was schlecht lief. Es waren Drogen, aber ich wusste nicht, was das war. Ich wusste nur, wenn er zu Hause war, war er ruhelos und unglücklich und sehr düster. Er schien nur mit einem sehr dünnen Faden an seinen Körper gebunden zu sein. Er war nicht ganz da. Johnny Cash nahm nun bis zu 100 Tabletten am Tag, 50 aufputschende Amphetamintabletten und 50 verschiedene Beruhigungsmittel. Ich hatte Angst, dass er sterben würde. Er war mehrere Male kurz davor, als wir zusammen auf Tournee waren. Ich hatte Angst, die Zeitung aufzuschlagen und einen Nachruf auf Johnny Cash zu lesen. Cash war äußerst begehrt, aber immer wieder mussten jetzt Konzerte abgesagt werden. Einen großen Auftritt in der Carnegie Hall in New York musste er beinahe absagen, weil seine Stimme ihn im Stich gelassen hatte. Ich wusste nicht, wie er den Auftritt in der Carnegie Hall hinbekommen sollte. Er hat es gemacht und seine Stimme war völlig weg. Es war einfach schlecht. Die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben, obwohl er alles gab. Er muss sich schrecklich gefühlt haben. Das Publikum nahm es nicht krumm. Er hat sich beim Publikum entschuldigt. Er sagte, ich hoffe, ihr gönnt mir eine Pause und kommt das nächste Mal wieder. Mitten in dieser schwierigen Zeit haben June Carter und das Bandmitglied Merle Kilgore einen Song geschrieben, der ein Höhepunkt in Cashs Karriere werden sollte. Ring of Fire war eigentlich ein langsamer Folksong, aber er hob ihn auf ein ganz neues Niveau, indem er Instrumente benutzte, die es in der Country-Musik bisher nicht gegeben hatte. Er erzählte June, dass ihm die Idee dafür im Traum gekommen sei. Sie sagte, John, erzähl Merle, was du geträumt hast. Ich träumte, dass Trompeten, mexikanische Trompeten, Ring of Fire gespielt haben. Ring of Fire, erschienen im Juni 1963, war eine Sensation. Es stieg auf Platz 1 der Country-Charts. Ich sah June an und sie zwinkerte mir zu und sagte, wir haben ein Monster erschaffen. Because you're mine, I walk the line. Obwohl Johnny Cash ein Botschafter der Country-Musik war, stimmte er in seinen Ansichten mit vielen Vertretern der Folkmusik überein.
1964 spielte er auf dem Newport Folk Festival. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Er begann mit Folk- und Rockkünstlern wie Bob Dylan zusammenzuarbeiten. Take one, Johnny Cash, Bob Dylan. Bob was very big fan. Bob war und ist ein großer Fan von ihm und er benutzte Cash immer wieder als musikalisches Beispiel. Etwa Cash hätte dieses oder jenes gemacht. Er bewunderte ihn als Menschen. Sein Drogenkonsum brachte Cash zunehmend in Schwierigkeiten. Bei einem Besuch zu Hause im Jahr 1965 fuhr er mit seinem schwarzen Van in die California Hills und löste unter Drogen versehentlich einen Waldbrand aus. Er musste ein Bußgeld von beinahe $100,000 bezahlen. Immer war etwas, immer diese dramatischen, katastrophalen Ereignisse. Ich war in meiner Kindheit sozusagen immer auf dem Sprung und wartete darauf, dass meinem Vater wieder etwas Schreckliches passiert. Cash richtete den Großteil seiner destruktiven Energie gegen sich selbst. Er magerte zusehends ab und sah nach Meinung vieler wie eine wandelnde Leiche aus. Er wurde völlig unberechenbar. Er war immer liebevoll, nett und freundlich und hätte für jeden alles getan. In den frühen 60ern änderte sich seine Persönlichkeit dramatisch. Es war so schlimm, dass ich fast sicher war, er würde sterben. 1965 reichten die Rezepte, die er von verschiedenen Ärzten bekam, nicht mehr aus, um seinen Bedarf an Tabletten zu decken. Verzweifelt kaufte er einen großen Vorrat in Mexiko und wurde in El Paso verhaftet, als er versuchte, die Grenze zu überqueren. Cash befand sich im freien Fall. Und er wusste es. Es gehört zum Leid, das die Sucht verursacht, dass man nicht nur den Körper zerstört, sondern auch seine Fähigkeiten und Gaben, seine Ziele, seine Liebe und seine Beziehungen. Alles geht zusammen unter. Im Oktober 1967 befand sich Cash noch immer in einer langen Abwärtsspirale. Der Kampf gegen die Drogen schien verloren. Er hatte seit Tagen weder geschlafen noch gegessen und hatte das Gefühl, sein Leben zu verschwenden. Eines Tages ging er völlig am Ende in eine alte Höhle in der Nähe von Chattanooga. Er hoffte, diese nicht mehr lebend zu verlassen. Aber er konnte nicht sterben. Sein Körper spielte nicht mit. Und er hatte eine Art Vision, wie er es ausdrückte. Er sah nichts, keine Engel, er hörte keine Stimmen. Aber er hatte die sehr klare Vorstellung, dass es nicht seine Zeit zum Sterben war. Nach Stunden in völliger Dunkelheit kam er aus der Höhle heraus und traf auf June Carter und seine Mutter, die auf ihn warteten. Sie brachten ihn nach Hause in die Nähe von Nashville. Und in den nächsten Wochen begleitete June ihn durch einen grauenvollen Entzug. Es waren Tage und Nächte der Qual mit schrecklichen Albträumen. Aber er kam mit Junes Liebe und Beistand durch. Sie glaubte an ihn, wollte ihn beschützen und wollte, dass er von den Drogen loskam. Ich glaube, sie hatte eine Vorstellung von seiner Zukunft, der er sich zu der Zeit nicht bewusst war. June war ebenfalls gläubige Christin und Cash schöpfte Kraft aus ihren religiösen Überzeugungen. Sein wiedererwachter Glaube half ihm, wieder auf die Bühne zu treten, die er im November 1967 verlassen hatte. Er trat ohne die Hilfe von Drogen auf, aber sein Privatleben war immer noch in Unordnung. Dann kam es zu einer überraschenden Wende. Seine Frau Vivian willigte in die Scheidung ein. Sie hatte sich überzeugen lassen, dass es im Interesse der Familie war. Ich war sehr erleichtert und dachte, dass nun beide getrennt glücklich werden können. Vor 12 Jahren hatte Cash in der Grand Ole Opry prophezeit, dass er eines Tages June Carter heiraten würde. Und am 1. März 1968 tat er es. Es war der Beginn einer der längsten und glücklichsten Verbindungen im Showgeschäft. I think that's so cute. June used to date Elvis.
Sie waren wirklich süß. Vor langer Zeit war sie einmal mit Elvis zusammen. Und ein Freund von ihr hat mal gesagt, dann hast du bestimmt eine wertvolle Sammlung von Elvis-Sachen. All die Briefe, die er dir geschrieben hat, Kleidung und Ähnliches. Darauf sie, John hat alles in den See geworfen. Ich fand das sehr charmant. Johnny war schwer verliebt in June Carter. Ich habe nie jemanden so verliebt gesehen. Und das ist über die Jahre so geblieben. Wenn man lange auf Tournee ist und es war hektisch, auf der Straße, dann die Show, dann ins Bett, dann frage ich immer, liebst du mich? Und sie sagt, natürlich. Darauf ich, nehme mich fest in den Arm. Und sie macht das Gleiche. Dann nehmen wir uns einfach eine Pause und beenden das Wettrennen eine Zeit lang und halten uns eine Weile aneinander fest. Ende der 60er war der Man in Black mehr als jemals zuvor der Held der Häftlinge im ganzen Land. Well, the prisoners loved. Die Gefangenen mochten ihn und sie freuten sich, dass er da war, weil er für die Verlierer da war. Das war seine Rolle. Sie hatten das Gefühl, dass er sich um sie kümmerte, während es sonst keiner tat. Es gab noch das Ziel, wieder herauszukommen und nicht weiter abzugleiten. 1968 nahm Cash im Gefängnis Folsom ein Live-Konzert auf, das ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere war. Schnell bekam er für das Album die goldene Schallplatte und dann Platin. Auf seiner nächsten Veröffentlichung, Johnny Cash at St. Quentin, brachte er einen neuen Song, der wiederum ein großer Hit werden sollte. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Als John gegen Ende der Show entschied, A Boy Named Sue zum ersten Mal zu singen, hatte er den Text von Shel Silverstein noch nicht auswendig gelernt. Er las also den Text ab, während er sang, aber die Gefangenen waren aus dem Häuschen. Die Nacht war wirklich ein Ereignis. Really a happening that night. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. I said, my name is Sue. How do you do? A Boy Named Sue wurde Cashs erster Top-10-Hit in den Popcharts. Jedes fünfte Album, das 1969 in den USA verkauft wurde, war von Johnny Cash. Im gleichen Jahr bekam er als einer der ersten Country-Stars seine eigene Fernsehshow. Hello, I'm Johnny Cash. Leute wie Bob Dylan, die eingefleischte Country-Fans nie gesehen hatten, waren in der Show. Die Sendung war also aus verschiedenen Gründen bahnbrechend. Cash war in seinem öffentlichen Leben sehr erfolgreich. Und sein Glück wurde noch größer, als die Familie am 3. März 1970 einen Sohn, John Carter Cash, begrüßen konnte. Für Cash bedeutete das Baby eine neue Zeit. Im Alter von 48 wurde der Country-Sänger von den Baumwollfeldern Arkansas als jüngster lebender Künstler in die Country Music Hall of Fame aufgenommen. Auch Johnnys Vater Ray, der immer geglaubt hatte, die Musik sei das Verderben für seinen Sohn, war bei der Würdigung anwesend. Ironie des Schicksals, von dieser Höhe begann Cash in eine düstere Phase abzugleiten. Sein Sound kam allmählich aus der Mode und die Plattenverkäufe gingen zurück. Aber es gab noch immer die Live-Auftritte. In 30 Jahren hatte seine Freude am Tourneeleben nicht nachgelassen und überall strömten seine Fans in die Konzertsäle. Dann allerdings nach einer Augenoperation 1981 schienen ihn seine alten Dämonen eingeholt zu haben. Cash wurde rückfällig und entwickelte eine schwere Sucht nach Schmerzmitteln und Alkohol. Seine Familie wusste, dass er clean werden oder sterben musste. So we did an intervention. Wir mussten etwas unternehmen und sagten ihm, dass wir das nicht mitmachen würden und dass er uns sehr schlecht behandeln würde, weil er so kaputt sei. Er müsse jetzt einfach eine Therapie machen und er war unheimlich erleichtert.
1983 ließ er sich in das Betty Ford Center zur Behandlung einweisen. Ein zweimonatiges intensives Programm half ihm, das Steuer noch einmal herumzureißen. Jetzt war es an der Zeit, sich um seine künstlerische Zukunft zu kümmern. 1985 tat er sich mit alten Freunden zusammen und es entstanden die Highwaymen. Mit von der Partie waren Kris Kristofferson, Willie Nelson und Waylon Jennings. Alle sagten, die vier zusammen, das wäre wie Mount Rushmore. Es waren alles alte Freunde und sie waren wie Jungs, die miteinander herumspielten und Platten machten. Sie hatten eine tolle Zeit miteinander. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. I said, my name is Sue. How do you do? I'm gonna die. Die Gruppe hatte sofort großen Erfolg, aber dennoch ließ seine Plattenfirma Columbia Cash fallen. Es war das Ende einer sehr kreativen und lukrativen Zusammenarbeit über fast 30 Jahre. Als Johnny von Columbia Records fallen gelassen worden war, ging Dwight Yoakam zum Geschäftsführer der Columbia in Nashville und sagte, wie können Sie es wagen, Johnny Cash das anzutun? Und er zeigte auf den Schreibtisch, an dem er saß, und sagte, Johnny Cash hat Ihnen diesen Schreibtisch bezahlt. Wie können Sie es wagen? How dare you? ...1988 wäre Cash beinahe gestorben, als er nach einer doppelten Bypass-Operation eine Lungenentzündung bekam. Es dauerte einige Zeit, bis er wieder genesen war, und 1994 stand er endlich wieder auf der Bühne. Ein Auftritt in der Carnegie Hall war etwas Besonderes. Er trat mit seiner Tochter Roseanne vor das Publikum. Ich sang mit ihm I Still Miss Someone und es war für uns beide sehr schön. Mit dem Lied haben wir dort auf der Bühne sozusagen unsere Beziehung in Ordnung gebracht. Auf diese Weise hat er vieles in seinem Leben in Ordnung gebracht, auf der Bühne vor vielen Menschen. Und dann hat Cash wieder einmal alle verblüfft. Er tat sich mit dem Produzenten Rick Rubin zusammen, der bekannt war für seine Arbeit mit ausgefallenen jungen Bands wie den Beastie Boys und den Red Hot Chili Peppers. Aber Rubins Einfluss war genau das, was Cash brauchte. Als wir anfingen zusammen zu arbeiten, hat ihn das neu belebt. Er war aufgeregt, weil Menschen ernsthaft mit ihm gearbeitet haben, um gute Platten zu machen und sich die nötige Zeit nahmen und sich anstrengten. Cashs erste Platte bei Rubins Label American Recordings bekam einen Grammy für das beste zeitgenössische Folkalbum. Bei der zweiten unternahm er einen gewaltigen kreativen Sprung, indem er Rusty Cage aufnahm. Es war ein Hit der Rockgruppe Soundgarden gewesen. Es war eine aggressive Heavy-Metal-Platte. Ich habe sie John vorgespielt und er hat den Kopf geschüttelt und dachte wohl, ich wäre verrückt. Natürlich war ich gespannt, als ich es zum ersten Mal gehört habe. Ich konnte gar nicht glauben, wie einfach der Song plötzlich war. Er klang wie ein Johnny Cash-Song. In meiner ganzen Karriere war das das Aufregendste. Als das Jahrhundert zu Ende ging, litt Cash an mehreren chronischen Erkrankungen. Asthma, Glaukom, Diabetes und ein lähmendes Nervenleiden, das die Ärzte zunächst fälschlich für Parkinson gehalten hatten. Im Mai 2003 kam June wegen einer Bypass-Operation ins Krankenhaus. Drei Tage später starb sie im Alter von 73 Jahren an dabei aufgetretenen Komplikationen. Zum ersten Mal seit über 35 Jahren war Cash ohne seine geliebte Ehefrau. My spirit loudly sings, the Holy One. June went, Als June gestorben war, merkte ich, dass es ihm sehr schlecht ging. Er hatte aber seine Musik und konzentrierte sich darauf. Für seine vierte Veröffentlichung bei American Recordings hat Cash wieder einen Hard-Rock-Song umgearbeitet.
Der Song mit dem Titel Hurt sprach von den verheerenden Folgen einer Sucht. Und das schonungslose Video hat Musikbegeisterte jeden Alters ergriffen. I hurt myself today to see if I still feel. Das Video hat richtig wehgetan. Es hat Maßstäbe gesetzt. Warum sollen wir uns überhaupt anstrengen, Videos zu machen, wenn wir nicht Menschen erreichen und berühren, so wie er es geschafft hat? Mit seinem Song, der Darbietung und den Bildern und der brutalen Ehrlichkeit. Statt in seinen Liedern eine weißgewaschene Version seines Lebens zu liefern, nahm er einen mit zu etwas ganz Persönlichem. Und auch wenn es mich traurig gemacht hat, so habe ich mich doch privilegiert gefühlt. Und ich habe gespürt, dass da ein Mensch ist, der sehr furchtlos war, wenn es um die Kunst ging. Er ist ein großartiges Vorbild. Er erschloss sich eine ganz neue Zuhörerschaft. Das hätte wohl kein anderer mit Ende 60 geschafft. Einzigartig. Das Video wurde für 6 MTV Music Awards nominiert. Cash hätte an der Verleihung in New York gern teilgenommen, doch er war zu krank. Und sein Zustand verschlechterte sich zusehends. Nur wenige Wochen nach der Zeremonie wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort starb er am 12. September 2003 mit 73 Jahren an Lungenversagen. Kurz vor seinem Tod sagte er mir, dass er June besuchen wolle. Ich werde bald bei dir sein. Ich hatte das Gefühl, dass er nun frei war. Den Schmerz, den er ohne June durchlebte, können sich Menschen, die keine solche Beziehung hatten, nicht vorstellen. Es war unerträglich und quälend für ihn, und ich hatte das Gefühl, dass er jetzt seinen Frieden hatte. And I just felt that he was at peace. Auch wenn Johnny Cash nicht mehr unter uns ist, für seine unzähligen Fans wird er der amerikanische Sänger bleiben, der jede Art von Musik annahm und sie zu seiner eigenen machte. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Perkins schlug einen anderen Titel vor, I Walk the Line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that's fine. Because you're mine. I walk the line. Der Song wurde ein Mega-Hit und stieg auf Platz 1 der Country-Charts, wo er 43 Wochen lang blieb. Er war auch in den Popcharts platziert und verkaufte sich 2 Millionen Mal. I Walk the Line brachte Aufmerksamkeit im ganzen Land. Let's have a great big grand old Opry welcome for Johnny Cash. Zum ersten Mal wurde Cash zu einem Auftritt in der Grand Ole Opry eingeladen. Dort traf er endlich wieder auf June Carter und er spürte, obwohl beide zu der Zeit verheiratet waren, dass er noch immer in sie vernarrt war. Sie war backstage und er ging zu ihr und stellte sich vor. Sie sagte, ich weiß, wer Sie sind. Darauf er, eines Tages werde ich Sie heiraten. Sie sah auf und erwiderte, das wäre nett. June Carter war nicht der einzige neue Fan von Cash. Er ging auf die Bühne und beendete seinen Auftritt in der Grand Ole Opry mit 6 Zugaben. Und für Sun Records folgte ein Cash-Hit nach dem anderen, Big River, dann Guess Things Happen That Way und The Ballad of a Teenage Queen. Unter dem Label von Sun verkaufte er 6 Millionen Schallplatten und begann mit einer eigenen Tournee vor ausverkauften Häusern. Cash gefiel das Leben auf der Landstraße und der Kontakt mit den Fans. Aber schon bald kündigte sich eine Wende zum Schlechteren an. Um den Anforderungen allabendlicher Auftritte gewachsen zu sein, begann er, Amphetamintabletten zu schlucken. I cannot tell you. Man kann nicht beschreiben, was für eine magische Wirkung diese Amphetamine eine Zeit lang haben.
Man konnte 4-5 Tage am Stück wach bleiben und vergaß sein Lampenfieber. Das gab's nicht mehr. Man ging raus und war der King. Cash war auf einem gefährlichen Weg. Er hatte Stimmungsschwankungen und es gab bizarre Vorfälle. Er deponierte Pferdedung in Hotelhallen und kämpfte sich mit einer Feuerwehraxt durch die Wand seines Hotelzimmers. Da gab es seltsame Sachen, die er anstellte, wie die Möbel in einem Hotelzimmer abzusägen, um sie für kleine Menschen bequemer zu machen. Oder wie die Umgestaltung eines Hotelzimmers von einer schönen Designerfarbgebung zu reinem Schwarz, damit es zur Garderobe passt. Dabei ging es letztlich darum, gesund zu bleiben. Sie hatten 200-300 Auftritte im Jahr. Das bedeutete viel Zeit auf der Straße. Sein Verhalten brachte ihn ein paar Mal ins Gefängnis. Und seine neue Rolle als Gesetzloser brachte seiner Musik eine neue Anhängerschaft. Folsom Prison Blues wurde zur Hymne von Gefängnisinsassen. Sie identifizierten sich mit dem Song und dem Sänger, auch wenn Cash ihr Schicksal niemals wirklich geteilt hatte. Er wurde nie verurteilt und eingebuchtet wie der Kerl in Folsom Prison Blues. Einige Nächte war er im Knast, wenn er eine Bedrohung der öffentlichen und seiner eigenen Sicherheit war. Mit anderen Worten, wenn er so high war, dass man ihn wegschließen musste. ...1958 hatte Cash das Gefühl, dass er lange genug bei Sun Records gewesen war. Sam Phillips erhöhte seine Tantiemen nicht und lehnte es ab, das Gospel-Album herauszubringen, das Cash immer hatte aufnehmen wollen. Nach 3 Jahren kam es zum Bruch, der nicht einvernehmlich erfolgte. Ich habe niemandem dieser potenziell Kreativen meinen Willen aufgedrückt. Ich suchte immer ungeschliffene Diamanten, gerade gehoben, dann geformt und dann ging es los. Es war also eine legitime Sache von John, die jedem von uns passieren kann. Aber nichtsdestotrotz, er ging und ich war darüber nicht erfreut. But nonetheless, he left and I wasn't too happy about it. Cash fand bei Columbia Records genau das, was er suchte. Und 1959 erschien mit Hymns by Johnny Cash die erste von vielen religiösen Platten. Nun trat er auch öfter in Fernsehserien und Filmen als Schauspieler vor die Kamera. Seine Karriere entwickelte sich gleichzeitig in verschiedene Richtungen und so war es besser, nach Südkalifornien zu ziehen. Johnnys Haus war ein Sammelpunkt. Und er hatte als einziger von der Gang einen Swimmingpool. Das machte sein Haus so günstig für alles. Vivian war eine großzügige Gastgeberin. Und die Mädchen waren noch klein. Die Familie Cash bekam Zuwachs. Am Ende waren es 4 Mädchen. Johnny und Vivian sahen wie das perfekte, wohlhabende Paar aus. Aber sie waren nur selten zusammen. Und die Ehe litt unter der häufigen Abwesenheit des Mannes. Meine Mutter liebte ihn, seine Musik und was er war. Ich glaube, sie hatte keine Ahnung, wo das hinführte, dass er so berühmt werden würde oder was das bedeutete. Die Beeinflussung des Privatlebens, wie er ihr entrissen wurde und immer beschäftigt war, das war für sie völlig unglaublich. Sie konnte das nicht bewältigen. Sie wollte eine nette, kleine, ordentliche Familie und das ging nicht mit ihm. Sie waren zu verschieden. It wasn't gonna happen with him. They were so different. In den 60ern war Johnny Cash längst mehr als ein etablierter Sänger. Er hatte sich zu einem modernen amerikanischen Helden entwickelt. Seine Live-Auftritte begeisterten das Publikum in Großstädten ebenso wie in ländlichen Gemeinden. Hello, I'm Johnny Cash. Eine große Show mit Johnny Cash war einfach gut. Ich war dabei und habe die Euphorie der Menge gespürt. Oft musste ich vorn stehen und sagen, es tut mir leid, aber er kommt nicht noch einmal. Gute Nacht. 1962 kam dann June Carter mit auf die Bühne. Ein Wendepunkt für Cash. Und es sollte nicht lange dauern, bis aus der Vernarrtheit seiner Jugend Liebe wurde. Als er anfing, mit June und der Carter Family zu arbeiten, hat er sich sehr verändert.
Ich merkte, dass er mit Menschen arbeitete, bei denen er sich wohlfühlte und mit denen er seine Art Musik machen konnte und durch die sie noch besser klang. Ich habe ihn einmal nach der Magie zwischen ihm und der Carter Family gefragt und er sagte, das war ein schlimmer Fall von Liebe zwischen mir und June. That was a bad case of love between me and June. Cashs Beziehung zu June war eine schwere Belastung für seine Ehe. Doch Vivian hoffte immer noch, die Familie zusammenhalten zu können. Und als gläubige Katholikin kam eine Scheidung für sie nicht in Betracht. Cash verbrachte immer weniger Zeit zu Hause und wurde immer abhängiger von den Tabletten. Mit uns sprach niemand über das, was schlecht lief. Es waren Drogen, aber ich wusste nicht, was das war. Ich wusste nur, wenn er zu Hause war, war er ruhelos und unglücklich und sehr düster. Er schien nur mit einem sehr dünnen Faden an seinen Körper gebunden zu sein. Er war nicht ganz da. Johnny Cash nahm nun bis zu 100 Tabletten am Tag, 50 aufputschende Amphetamintabletten und 50 verschiedene Beruhigungsmittel. Ich hatte Angst, dass er sterben würde. Er war mehrere Male kurz davor, als wir zusammen auf Tournee waren. Ich hatte Angst, die Zeitung aufzuschlagen und einen Nachruf auf Johnny Cash zu lesen. Cash war äußerst begehrt, aber immer wieder mussten jetzt Konzerte abgesagt werden. Einen großen Auftritt in der Carnegie Hall in New York musste er beinahe absagen, weil seine Stimme ihn im Stich gelassen hatte. Ich wusste nicht, wie er den Auftritt in der Carnegie Hall hinbekommen sollte. Er hat es gemacht und seine Stimme war völlig weg. Es war einfach schlecht. Die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben, obwohl er alles gab. Er muss sich schrecklich gefühlt haben. Das Publikum nahm es nicht krumm. Er hat sich beim Publikum entschuldigt. Er sagte, ich hoffe, ihr gönnt mir eine Pause und kommt das nächste Mal wieder. Mitten in dieser schwierigen Zeit haben June Carter und das Bandmitglied Merle Kilgore einen Song geschrieben, der ein Höhepunkt in Cashs Karriere werden sollte. Ring of Fire war eigentlich ein langsamer Folksong, aber er hob ihn auf ein ganz neues Niveau, indem er Instrumente benutzte, die es in der Country-Musik bisher nicht gegeben hatte. Er erzählte June, dass ihm die Idee dafür im Traum gekommen sei. Sie sagte, John, erzähl mal, was du geträumt hast. Ich träumte, dass Trompeten, mexikanische Trompeten, Ring of Fire gespielt haben. Ring of Fire, erschienen im Juni 1963, war eine Sensation. Er stieg auf Platz 1 der Country-Charts. Ich sah June an und sie zwinkerte mir zu und sagte, wir haben ein Monster erschaffen. Obwohl Johnny Cash ein Botschafter der Country-Musik war, stimmte er in seinen Ansichten mit vielen Vertretern der Folkmusik überein. 1964 spielte er auf dem Newport Folk Festival. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Er begann mit Folk- und Rockkünstlern wie Bob Dylan zusammenzuarbeiten. Take one, Johnny Cash, Bob Dylan. Bob war und ist ein großer Fan von ihm und er benutzte Cash immer wieder als musikalisches Beispiel. Etwa Cash hätte dieses oder jenes gemacht. Er bewunderte ihn als Menschen. Sein Drogenkonsum brachte Cash zunehmend in Schwierigkeiten. Bei einem Besuch zu Hause im Jahr 1965 fuhr er mit seinem schwarzen Van in die California Hills und löste unter Drogen versehentlich einen Waldbrand aus. Er musste ein Bußgeld von beinahe $100.000 bezahlen. Immer war etwas, immer diese dramatischen, katastrophalen Ereignisse. Ich war in meiner Kindheit sozusagen immer auf dem Sprung und wartete darauf, dass meinem Vater wieder etwas Schreckliches passiert. Cash richtete den Großteil seiner destruktiven Energie gegen sich selbst. Er magerte zusehends ab und sah nach Meinung vieler wie eine wandelnde Leiche aus. He became very unpredictable.
Er wurde völlig unberechenbar. Er war immer liebevoll, nett und freundlich und hätte für jeden alles getan. In den frühen 60ern änderte sich seine Persönlichkeit dramatisch. Es war so schlimm, dass ich fast sicher war, er würde sterben. 1965 reichten die Rezepte, die er von verschiedenen Ärzten bekam, nicht mehr aus, um seinen Bedarf an Tabletten zu decken. Verzweifelt kaufte er einen großen Vorrat in Mexiko und wurde in El Paso verhaftet, als er versuchte, die Grenze zu überqueren. Cash befand sich im freien Fall. Und er wusste es. Es gehört zum Leid, das die Sucht verursacht, dass man nicht nur den Körper zerstört, sondern auch seine Fähigkeiten und Gaben. Seine Ziele, seine Liebe und seine Beziehungen. Alles geht zusammen unter. Im Oktober 1967 befand sich Cash noch immer in einer langen Abwärtsspirale. Der Kampf gegen die Drogen schien verloren. Er hatte seit Tagen weder geschlafen noch gegessen und hatte das Gefühl, sein Leben zu verschwenden. Eines Tages ging er völlig am Ende in eine alte Höhle in der Nähe von Chattanooga. Er hoffte, diese nicht mehr lebend zu verlassen. Aber er konnte nicht sterben. Sein Körper spielte nicht mit. Und er hatte eine Art Vision, wie er es ausdrückte. Er sah nichts, keine Engel, er hörte keine Stimmen. Aber er hatte die sehr klare Vorstellung, dass es nicht seine Zeit zum Sterben war. Nach Stunden in völliger Dunkelheit kam er aus der Höhle heraus und traf auf June Carter und seine Mutter, die auf ihn warteten. Sie brachten ihn nach Hause in die Nähe von Nashville. Und in den nächsten Wochen begleitete June ihn durch einen grauenvollen Entzug. Es waren Tage und Nächte der Qual mit schrecklichen Albträumen. Aber er kam mit Junes Liebe und Beistand durch. Sie glaubte an ihn, wollte ihn beschützen und wollte, dass er von den Drogen loskam. Ich glaube, sie hatte eine Vorstellung von seiner Zukunft, der er sich zu der Zeit nicht bewusst war. June war ebenfalls gläubige Christin und Cash schöpfte Kraft aus ihren religiösen Überzeugungen. Sein wiedererwachter Glaube half ihm, wieder auf die Bühne zu treten, die er im November 1967 verlassen hatte. Er trat ohne die Hilfe von Drogen auf, aber sein Privatleben war immer noch in Unordnung. Dann kam es zu einer überraschenden Wende. Seine Frau Vivian willigte in die Scheidung ein. Sie hatte sich überzeugen lassen, dass es im Interesse der Familie war. Ich war sehr erleichtert und dachte, dass nun beide getrennt glücklich werden können. Vor 12 Jahren hatte Cash in der Grand Ole Opry prophezeit, dass er eines Tages June Carter heiraten würde. Und am 1. März 1968 tat er es. Es war der Beginn einer der längsten und glücklichsten Verbindungen im Showgeschäft. I think that's so cute. You know, June used to date Elvis Presley. Sie waren wirklich süß. Vor langer Zeit war sie einmal mit Elvis zusammen. Und ein Freund von ihr hat mal gesagt, dann hast du bestimmt eine wertvolle Sammlung von Elvis-Sachen. All die Briefe, die er dir geschrieben hat, Kleidung und Ähnliches. Darauf sie, John hat alles in den See geworfen. Ich fand das sehr charmant. Johnny war schwer verliebt in June Carter. Ich habe nie jemanden so verliebt gesehen. Und das ist über die Jahre so geblieben. Wenn man lange auf Tournee ist und es war hektisch, auf der Straße, dann die Show, dann ins Bett, dann frage ich immer, liebst du mich? Und sie sagt, natürlich. Darauf ich, nimm mich fest in den Arm. Und sie macht das Gleiche. Dann nehmen wir uns einfach eine Pause und beenden das Wettrennen eine Zeit lang und halten uns eine Weile aneinander fest. Ende der 60er war der Man in Black mehr als jemals zuvor der Held der Häftlinge im ganzen Land. Well, the prisoners loved
Die Gefangenen mochten ihn und sie freuten sich, dass er da war, weil er für die Verlierer da war. Das war seine Rolle. Sie hatten das Gefühl, dass er sich um sie kümmerte, während es sonst keiner tat. Es gab noch das Ziel, wieder herauszukommen und nicht weiter abzugleiten. 1968 nahm Cash im Gefängnis Folsom ein Live-Konzert auf, das ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere war. Schnell bekam er für das Album die goldene Schallplatte und dann Platin. Auf seiner nächsten Veröffentlichung, Johnny Cash at St. Quentin, brachte er einen neuen Song, der wiederum ein großer Hit werden sollte. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Als John gegen Ende der Show entschied, A Boy Named Sue zum ersten Mal zu singen, hatte er den Text von Shel Silverstein noch nicht auswendig gelernt. Er las also den Text ab, während er sang, aber die Gefangenen waren aus dem Häuschen. Die Nacht war wirklich ein Ereignis. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. I said, my name is Sue. How do you do? A Boy Named Sue wurde Cashs erster Top-10-Hit in den Popcharts. Jedes fünfte Album, das 1969 in den USA verkauft wurde, war von Johnny Cash. Im gleichen Jahr bekam er als einer der ersten Country-Stars seine eigene Fernsehshow. Hello, I'm Johnny Cash. Leute wie Bob Dylan, die eingefleischte Country-Fans nie gesehen hatten, waren in der Show. Die Sendung war also aus verschiedenen Gründen bahnbrechend. Cash war in seinem öffentlichen Leben sehr erfolgreich. Und sein Glück wurde noch größer, als die Familie am 3. März 1970 einen Sohn, John Carter Cash, begrüßen konnte. Für Cash bedeutete das Baby eine neue Zeit. Im Alter von 48 wurde der Country-Sänger von den Baumwollfeldern Arkansas als jüngster lebender Künstler in die Country Music Hall of Fame aufgenommen. Auch Johnnys Vater Ray, der immer geglaubt hatte, die Musik sei das Verderben für seinen Sohn, war bei der Würdigung anwesend. Ironie des Schicksals: Von dieser Höhe begann Cash in eine düstere Phase abzugleiten. Sein Sound kam allmählich aus der Mode und die Plattenverkäufe gingen zurück. Aber es gab noch immer die Live-Auftritte. In 30 Jahren hatte seine Freude am Tourneeleben nicht nachgelassen und überall strömten seine Fans in die Konzertsäle. Dann allerdings nach einer Augenoperation 1981 schienen ihn seine alten Dämonen eingeholt zu haben. Cash wurde rückfällig und entwickelte eine schwere Sucht nach Schmerzmitteln und Alkohol. Seine Familie wusste, dass er clean werden oder sterben musste. So we did an intervention. Wir mussten etwas unternehmen und sagten ihm, dass wir das nicht mitmachen würden und dass er uns sehr schlecht behandeln würde, weil er so kaputt sei. Er müsse jetzt einfach eine Therapie machen und er war unheimlich erleichtert. 1983 ließ er sich in das Betty Ford Center zur Behandlung einweisen. Ein zweimonatiges intensives Programm half ihm, das Steuer noch einmal herumzureißen. Jetzt war es an der Zeit, sich um seine künstlerische Zukunft zu kümmern. 1985 tat er sich mit alten Freunden zusammen und es entstanden die Highwaymen. Mit von der Partie waren Kris Kristofferson, Willie Nelson und Waylon Jennings. Alle sagten, die vier zusammen, das wäre wie Mount Rushmore. Es waren alles alte Freunde und sie waren wie Jungs, die miteinander herumspielten und Platten machten. Sie hatten eine tolle Zeit miteinander. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. I said, my name is Sue. How do you do? I'm gonna die. Die Gruppe hatte sofort großen Erfolg, aber dennoch ließ seine Plattenfirma Columbia Cash fallen. Es war das Ende einer sehr kreativen und lukrativen Zusammenarbeit über fast 30 Jahre. Als Johnny von Columbia Records fallen gelassen worden war, ging Dwight Yoakam zum Geschäftsführer der Columbia in Nashville und sagte,
Wie können Sie es wagen, Johnny Cash das anzutun? Und er zeigte auf den Schreibtisch, an dem er saß, und sagte, Johnny Cash hat Ihnen diesen Schreibtisch bezahlt. Wie können Sie es wagen? How dare you? Musik. Die umjubelte Carter Family stand auf dem Programm und Johnny wurde von June Carter verzaubert. Was sie tat, tat sie mit großer Leichtigkeit und das mochte er an ihr. Sie war sehr stark und sie war eine große Komödiantin. Sie stand I Love Lucy in nichts nach. Du bist ein netter Junge und du siehst gut aus, allein schon dein Haar. Nein, nein, gib es mir nicht rüber, ich will es von hier bewundern. Johnny Cash schwor sich, June wiederzusehen, aber ihre Wege sollten sich 6 Jahre lang nicht mehr kreuzen. Der eiserne Vorhang war gefallen, der Kalte Krieg längst Realität und die USA kurz davor, in einen blutigen Konflikt mit Korea einzutreten. Und Johnny Cash musste eine wichtige Entscheidung treffen. Als er von der Air Force nach Hause kam, brachte er Bänder von Liedern mit, die er geschrieben und in den Rekorder gesungen hatte. Er war ein ziemlich guter Sänger und Songschreiber, aber ich hätte mir trotzdem nicht träumen lassen, dass dieser J.R. Cash einmal der größte Superstar des Musikbusiness werden würde. Im Juni 1950 traten die Vereinigten Staaten in den Koreakrieg ein. Cash hatte daheim keine wirkliche Perspektive und so verpflichtete sich der 19-Jährige für 4 Jahre bei der Air Force. Er begab sich zum Stützpunkt Lackland in San Antonio. Es zeigte sich schnell, dass er ein unglaubliches Talent zum Dechiffrieren von Morsecodes hatte. Er wurde nach Landsberg am Lech in Bayern geschickt, wo er beim Abfangen von Botschaften aus der Sowjetunion gute Dienste leistete. Am Ende seiner Dienstzeit versuchte die Air Force, Cash zu einer Verlängerung zu bewegen und beförderte ihn zum Staff Sergeant, zum Oberfeldwebel. Aber er wollte seinen Traum von einer Musikerkarriere nicht aufgeben. Außerdem hatte er sich in eine Frau verliebt, die er während der Grundausbildung in Texas kennengelernt hatte, Vivian Liberto. Sie hatten sich weiterhin geschrieben. So basically here were two people who... Es waren also 2 Leute, die sich im Grunde nicht wirklich kannten. Und sie haben mir nichts, dir nichts geheiratet. Am 7. August 1954 fand die katholische Trauung in San Antonio statt. Dann brachen der 22-jährige Johnny Cash und seine Ehefrau nach Memphis auf, wo er seinen Ambitionen als Sänger besser nachgehen konnte. Aber als Ernährer brauchte er einen Job und so arbeitete er als Verkäufer von Elektrogeräten. Ich ging einmal in den Laden, in dem er arbeitete, und er trug Anzug und Krawatte und sah richtig gut aus. Ich wollte gleich etwas kaufen, weil mein Bruder der Verkäufer war. Aber sein Herz gehörte der Musik, das wurde uns langsam allen klar. Zur gleichen Zeit arbeitete Johnnys älterer Bruder Roy in einer Autowerkstatt in Memphis. Er stellte ihm 2 musikalische Mechaniker vor. Marshall Grahn spielte Bass und Luther Perkins E-Gitarre. Bald traten die 3 als Johnny Cash and the Tennessee Two auf. Auf der Bühne erschienen die Musiker häufig in einer Farbe, die für Cash zum Markenzeichen werden sollte, in Schwarz. Natürlich trugen er, Luther und Marshall Schwarz. Es war sozusagen die angesagte Uniform. Man sah keine Flecken darauf, es war billig und sah auf der Bühne gut aus. So fing das mit dem schwarzen Outfit an. Cash wollte es unbedingt schaffen. Und so wandte er sich an einen Mann, der es möglich machen konnte, den Boss von Sun Records, Sam Phillips. Ich war von seiner Stimme beeindruckt, Punkt. Stimmen haben mich immer fasziniert, am Telefon oder wenn jemand Hallo sagt. Ich weiß, dass ich von so etwas angezogen werde und Johnny Cash' Stimme zog mich an. Cash bekam die Chance, einen Song aufzunehmen, den er selbst geschrieben hatte, Hey Porter. Aber um eine Single herausbringen zu können, brauchte er eine Nummer für die B-Seite.
Er schrieb das Liebeslied Cry, Cry, Cry und legte damit seinen typischen Stil fest. Cashs Musik war nicht ganz Country und nicht ganz Rock'n'Roll. Sie war einzigartig. Johnny Cash sprach dich direkt an. Baby, du wirst weinen, weinen, weinen. Und das mit seiner monotonen Stimme und dem Sound. Nobody sounded like him. Keiner klang wie er. Diese Energie, dieses Kantige und etwas Dunkles. Auch wenn ich noch zu jung war, um zu wissen, was dieses Dunkle war. Etwas Ursprüngliches, das er im Griff hatte und das einfach zu ihm gehörte. Bis zum Frühjahr 1955 waren allein in den Südstaaten von der Single, die Hey Porter und Cry, Cry, Cry enthielt, 100.000 Exemplare verkauft worden. Über Nacht hatte es Cash geschafft. Und er begann eine Tournee mit keinem Geringeren als Elvis Presley. Er unterschrieb bei Sun Records und schnell folgte ein weiterer Hit, Folsom Prison Blues. I hear the train a-coming, it's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison. Als ich ihn das erste Mal im Radio hörte, hatte ich gerade mein Auto auf dem Hollywood Freeway demoliert. Es war Folsom Prison Blues. Ich dachte, er klingt, wie er aussieht, dieser schroffe Sound. Und er hat mich nicht enttäuscht. Ich lag mit meinem Radio auf einem Handtuch am Strand und als er kam, sprang ich auf und schrie allen zu, hör zu, das ist mein Bruder. Mit den Tantiemen konnte Cash ein Haus und einen gebrauchten rosa-schwarzen Lincoln kaufen. Er und Vivian freuten sich auch über die Ankunft ihres ersten Kindes Roseanne am 24. Mai 1955. Aber trotz seines Erfolges war Vivian über die Fallgruben des Lebens im Showbusiness besorgt. Cash verarbeitete seine eigenen Gefühle über die Herausforderungen des Künstlerlebens in einem Lied, das er 1956 schrieb. Er wollte es Because You're Mine nennen, aber Carl... Hello, I'm Johnny Cash. Johnny Cash, the song. Ein Song von Johnny Cash konnte nur ein Cash-Song sein. Wenn er anfing zu singen, wusste man, dass er es war. Dinge kommen und gehen, aber Johnny Cash ist eine feste Größe. Er passt in jede Zeit. Wir wussten, dass er der Man in Black war. Er war größer als alle anderen. Über 40 Jahre lang ragte Johnny Cash aus der amerikanischen Musiklandschaft heraus. Seine Musik war in Amerika einmalig, weil seine Stimme einmalig war. Seine Songs waren so einfach wie Country-Songs und sie sprachen düstere Stimmungen an. Auf Gefängnishöfen und in Konzerthallen, Cash dominierte die Szene als schon fast mythischer Man in Black. Man spürte, dass er die Wahrheit verkörperte, besonders als er älter wurde. Er wollte niemals verbergen, dass er auch ein böser Bube war und selbstzerstörerisch. Ich habe nie einen anderen erlebt, der mit jeder Situation fertig wurde. Wenn der Man in Black auf die Bühne trat, wurden alle still. Everybody stood at attention. Das kann man nicht kaufen oder in der Schule lernen. Man hat es oder man hat es nicht. Cash wurde nicht nur durch die Akkorde einer Rhythmusgitarre angetrieben, sondern auch durch die Frage nach Gut und Böse, die für ihn eine Frage des Überlebens war. June sagte immer, es gäbe zwei Typen, hier John und dort Cash. Es gibt diesen Widerstreit, eine dunkle Seite, mit der er immer gekämpft hat. Er war auch jemand, der tief gegraben hat nach dem, was er die raue Wahrheit nannte. He was also a guy who really dug deep, as he would say, into the gnarly truth.
Seine Frau June Carter Cash brachte ihn durch alle dunklen Zeiten und die Intensität ihrer Verbindung hat in all den Jahren nie nachgelassen. Es war offensichtlich eine große Liebe mit viel Humor und Verspieltheit. Sie ließen einander nicht allein. Ich glaube, sie haben sich gegenseitig gefeiert. In den späten 60ern wurde Cash ein Hit bei der jungen Generation, als er einigen Hard-Rock-Songs seinen eigenen Stempel aufdrückte. Seine Offenheit gegenüber der Rockmusik hat mich sehr beeindruckt. Während viele Menschen aus der Country-Ecke sehr engstirnig waren und nichts hören wollten, das ihren Standpunkt und ihre Überzeugungen herausforderte, hat Cash diese Dinge mit offenen Armen aufgenommen. Es war Johnnys Mutter, die die Musik in sein Leben brachte und als erste sein Talent erkannte. Sie hat bei uns allen nach musikalischen Fähigkeiten gesucht und spürte sofort, dass Johnny Talent hatte und sehr schnell begriff, was sie ihm beibrachte. Johnny, den seine Familie nur J.R. nannte, war eines von 7 Kindern. Es waren schwere Zeiten und den Lebensunterhalt zu bestreiten war nicht leicht. Alle mussten auf den Feldern der kleinen Baumwollfarm in Arkansas mitarbeiten. Ich erinnere mich gut an die großen Baumwollballen, die mein Vater zur Verarbeitung in die 3 Kilometer entfernte Stadt schaffte. Den Wagen zogen Maultiere. Wir hatten draußen eine Wasserpumpe und einen eigenen Brunnen. Wir hatten kein fließendes Wasser, bis ich 13 war. Nach den langen Tagen auf dem Feld eilte Johnny zum Radio, um die Country-Stars zu hören, die ihn begeisterten. Eddie Arnold, Hank Williams, Ernest Tubbs und die legendäre Carter Family. Wenn Vater schlief, schlichen wir uns zurück, besonders J.R., und machten das Radio an, um noch ein paar Songs zu hören und die Grand Ole Opry. Ich glaube, er begann zu begreifen, dass er damit etwas anfangen konnte. Er schrieb oft Gedichte, die er uns auf dem Feld vortrug, und er sagte, hört euch mal an, wie das klingt. Später hat er dann diese Texte mit Musik versehen. Sein Vater sah in dem Interesse seines Sohnes an der Musik die reine Frivolität. Mein Großvater war sehr hart. Er gab einem keine Bestätigung oder Liebe. Ich kann mir vorstellen, wie es war, so ein sensibles, freundliches, musikalisches Kind zu sein und so einen Vater zu haben, der das nicht würdigt und auch noch ziemlich brutal ist. Um Bestätigung zu bekommen, wandte sich Johnny an seinen Bruder Jack, auch wenn der nur 2 Jahre älter war als er. Sie machten viel zusammen, arbeiten und spielen, und sie waren sich sehr nahe, weil sie so viel gemeinsam hatten. Mit 14 nahm Jack einen weiteren Job an, um der Familie zu helfen, über die Runden zu kommen. Für $3 am Tag schnitt er Zaunlatten aus Eichenholz. Dann, am 12. Mai 1944, stürzte er auf die Kreissäge und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ich sah meinen Vater weinen, auf die Knie fallen und beten. Er flehte Gott an, seinen Sohn zu verschonen, wenn es sein Wille sei. Jack kämpfte eine Woche lang um sein Leben, während die Familie auf ein Wunder hoffte und bei ihm ausharrte. Aber am Morgen des 20. Mai 1944 starb Jack Cash. Der Verlust war für den 12-jährigen Johnny verheerend. Als es Gott gefallen hatte, Jack zu sich zu nehmen, war Johnny ganz leer. Er sank in eine stille, gedämpfte Stimmung ab. Mein Vater kann ohne die Einbeziehung des Verlustes seines Bruders nicht richtig verstanden werden, denn ich glaube, das war das wichtigste Ereignis in seinem Leben. Es hat ihn auf Dauer verändert. Danach wurde er von seiner Trauer getrieben. Trost spendete Johnny vor allem die Musik. Mit 17 gewann er mit seinem Gesang einen mit $5 dotierten ersten Platz bei einem lokalen Amateurwettbewerb. 1950 besuchte er auf einer Klassenfahrt die Grand Ole Opry in Nashville, den Tempel der Country-Musik. Es waren Tage und Nächte der Qual mit schrecklichen Albträumen.
Aber er kam mit Junes Liebe und Beistand durch. Sie glaubte an ihn, wollte ihn beschützen und wollte, dass er von den Drogen loskam. Ich glaube, sie hatte eine Vorstellung von seiner Zukunft, der er sich zu der Zeit nicht bewusst war. June war ebenfalls gläubige Christin und Cash schöpfte Kraft aus ihren religiösen Überzeugungen. Sein wiedererwachter Glaube half ihm, wieder auf die Bühne zu treten, die er im November 1967 verlassen hatte. Er trat ohne die Hilfe von Drogen auf, aber sein Privatleben war immer noch in Unordnung. Dann kam es zu einer überraschenden Wende. Seine Frau Vivian willigte in die Scheidung ein. Sie hatte sich überzeugen lassen, dass es im Interesse der Familie war. Ich war sehr erleichtert und dachte, dass nun beide getrennt glücklich werden können. Vor 12 Jahren hatte Cash in der Grand Ole Opry prophezeit, dass er eines Tages June Carter heiraten würde. Und am 1. März 1968 tat er es. Es war der Beginn einer der längsten und glücklichsten Verbindungen im Showgeschäft. I think that's so cute. You know, June used to date Elvis Presley. Sie waren wirklich süß. Vor langer Zeit war sie einmal mit Elvis zusammen. Und ein Freund von ihr hat mal gesagt, dann hast du bestimmt eine wertvolle Sammlung von Elvis-Sachen. All die Briefe, die er dir geschrieben hat, Kleidung und Ähnliches. Darauf sie, John hat alles in den See geworfen. Ich fand das sehr charmant. Johnny war schwer verliebt in June Carter. Ich habe nie jemanden so verliebt gesehen. Und das ist über die Jahre so geblieben. Wenn man lange auf Tournee ist und es war hektisch, auf der Straße, dann die Show, dann ins Bett, dann frage ich immer, liebst du mich? Und sie sagt, natürlich. Darauf ich, nimm mich fest in den Arm. Und sie macht das Gleiche. Dann nehmen wir uns einfach eine Pause und beenden das Wettrennen eine Zeit lang und halten uns eine Weile aneinander fest. Ende der 60er war der Man in Black mehr als jemals zuvor der Held der Häftlinge im ganzen Land. Die Gefangenen mochten ihn und sie freuten sich, dass er da war, weil er für die Verlierer da war. Das war seine Rolle. Sie hatten das Gefühl, dass er sich um sie kümmerte, während es sonst keiner tat. Es gab noch das Ziel, wieder herauszukommen und nicht weiter abzugleiten. 1968 nahm Cash im Gefängnis Folsom ein Live-Konzert auf, das ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere war. Schnell bekam er für das Album die goldene Schallplatte und dann Platin. Auf seiner nächsten Veröffentlichung, Johnny Cash at St. Quentin, brachte er einen neuen Song, der wiederum ein großer Hit werden sollte. I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Als John gegen Ende der Show entschied, A Boy Named Sue zum ersten Mal zu singen, hatte er den Text von Shel Silverstein noch nicht auswendig gelernt. Er las also den Text ab, während er sang, aber die Gefangenen waren aus dem Häuschen. Die Nacht war wirklich ein Ereignis. Really a happening that night. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. I said, my name is Sue. How do you do? A Boy Named Sue wurde Cashs erster Top-10-Hit in den Popcharts. Jedes fünfte Album, das 1969 in den USA verkauft wurde, war von Johnny Cash. Im gleichen Jahr bekam er als einer der ersten Country-Stars seine eigene Fernsehshow. Hello, I'm Johnny Cash. Leute wie Bob Dylan, die eingefleischte Country-Fans nie gesehen hatten, waren in der Show. Die Sendung war also aus verschiedenen Gründen bahnbrechend. Cash war in seinem öffentlichen Leben sehr erfolgreich. Und sein Glück wurde noch größer, als die Familie am 3. März 1970 einen Sohn, John Carter Cash, begrüßen konnte. Für Cash bedeutete das Baby eine neue Zeit.
Im Alter von 48 wurde der Country-Sänger von den Baumwollfeldern Arkansas als jüngster lebender Künstler in die Country Music Hall of Fame aufgenommen. Auch Johnnys Vater Ray, der immer geglaubt hatte, die Musik sei das Verderben für seinen Sohn, war bei der Würdigung anwesend. Ironie des Schicksals: Von dieser Höhe begann Cash in eine düstere Phase abzugleiten. Sein Sound kam allmählich aus der Mode und die Plattenverkäufe gingen zurück. Aber es gab noch immer die Live-Auftritte. In 30 Jahren hatte seine Freude am Tourneeleben nicht nachgelassen und überall strömten seine Fans in die Konzertsäle. Dann allerdings nach einer Augenoperation 1981 schienen ihn seine alten Dämonen eingeholt zu haben. Cash wurde rückfällig und entwickelte eine schwere Sucht nach Schmerzmitteln und Alkohol. Seine Familie wusste, dass er clean werden oder sterben musste. Wir mussten etwas unternehmen und sagten ihm, dass wir das nicht mitmachen würden und dass er uns sehr schlecht behandeln würde, weil er so kaputt sei. Er müsse jetzt einfach eine Therapie machen und er war unheimlich erleichtert. And he was tremendously relieved. 1983 ließ er sich in das Betty Ford Center zur Behandlung einweisen. Ein zweimonatiges intensives Programm half ihm, das Steuer noch einmal herumzureißen. Jetzt war es an der Zeit, sich um seine künstlerische Zukunft zu kümmern. 1985 tat er sich mit alten Freunden zusammen und es entstanden die Highwaymen. Mit von der Partie waren Kris Kristofferson, Willie Nelson und Waylon Jennings. Alle sagten, die vier zusammen, das wäre wie Mount Rushmore. Es waren alles alte Freunde und sie waren wie Jungs, die miteinander herumspielten und Platten machten. Sie hatten eine tolle Zeit miteinander. Aber trotz seines Erfolges war Vivian über die Fallgruben des Lebens im Showbusiness besorgt. Cash verarbeitete seine eigenen Gefühle über die Herausforderungen des Künstlerlebens in einem Lied, das er 1956 schrieb. Er wollte es Because You're Mine nennen, aber Carl Perkins schlug einen anderen Titel vor, I Walk the Line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that's fine. Der Song wurde ein Mega-Hit und stieg auf Platz 1 der Country-Charts, wo er 43 Wochen lang blieb. Er war auch in den Pop-Charts platziert und verkaufte sich 2 Millionen Mal. I Walk the Line brachte Aufmerksamkeit im ganzen Land. Let's have a great big grand old Opry welcome for Johnny Cash! Zum ersten Mal wurde Cash zu einem Auftritt in der Grand Ole Opry eingeladen. Dort traf er endlich wieder auf June Carter und er spürte, obwohl beide zu der Zeit verheiratet waren, dass er noch immer in sie vernarrt war. Sie war backstage und er ging zu ihr und stellte sich vor. Sie sagte, ich weiß, wer Sie sind. Darauf er, eines Tages werde ich Sie heiraten. Sie sah auf und erwiderte, das wäre nett. June Carter war nicht der einzige neue Fan von Cash. Er ging auf die Bühne und beendete seinen Auftritt in der Grand Ole Opry mit 6 Zugaben. Und für Sun Records folgte ein Cash-Hit nach dem anderen. Big River, dann Guess Things Happen That Way und The Ballad of a Teenage Queen. Unter dem Label von Sun verkaufte er 6 Millionen Schallplatten und begann mit einer eigenen Tournee vor ausverkauften Häusern. Cash gefiel das Leben auf der Landstraße und der Kontakt mit den Fans. Aber schon bald kündigte sich eine Wende zum Schlechteren an. Um den Anforderungen allabendlicher Auftritte gewachsen zu sein, begann er, Amphetamintabletten zu schlucken. Man kann nicht beschreiben, was für eine magische Wirkung diese Amphetamine eine Zeit lang haben. Man konnte 4-5 Tage am Stück wach bleiben und vergaß sein Lampenfieber. Das gab's nicht mehr. Man ging raus und war der King. Cash war auf einem gefährlichen Weg. Er hatte Stimmungsschwankungen und es gab bizarre Vorfälle. Er deponierte Pferdedung in Hotelhallen und kämpfte sich mit einer Feuerwehraxt durch die Wand seines Hotelzimmers.
Da gab es seltsame Sachen, die er anstellte, wie die Möbel in einem Hotelzimmer abzusägen, um sie für kleine Menschen bequemer zu machen. Oder wie die Umgestaltung eines Hotelzimmers von einer schönen Designerfarbgebung zu reinem Schwarz, damit es zur Garderobe passt. A beautiful designer color to all black to match the wardrobe of the show. Dabei ging es letztlich darum, gesund zu bleiben. Sie hatten 200-300 Auftritte im Jahr. Das bedeutete viel Zeit auf der Straße. Sein Verhalten brachte ihn ein paar Mal ins Gefängnis und seine neue Rolle als Gesetzloser brachte seiner Musik eine neue Anhängerschaft. Folsom Prison Blues wurde zur Hymne von Gefängnisinsassen. Sie identifizierten sich mit dem Song und dem Sänger, auch wenn Cash ihr Schicksal niemals wirklich geteilt hatte. Er wurde nie verurteilt und eingebuchtet wie der Kerl in Folsom Prison Blues. Einige Nächte war er im Knast, wenn er eine Bedrohung der öffentlichen und seiner eigenen Sicherheit war. Mit anderen Worten, wenn er so high war, dass man ihn wegschließen musste. ...1958 hatte Cash das Gefühl, dass er lange genug bei Sun Records gewesen war. Sam Phillips erhöhte seine Tantiemen nicht und lehnte es ab, das Gospel-Album herauszubringen, das Cash immer hatte aufnehmen wollen. Nach 3 Jahren kam es zum Bruch, der nicht einvernehmlich erfolgte. Ich habe niemandem dieser potenziell Kreativen meinen Willen aufgedrückt. Ich suchte immer ungeschliffene Diamanten, gerade gehoben, dann geformt und dann ging es los. Es war also eine legitime Sache von John, die jedem von uns passieren kann. Aber nichtsdestotrotz, er ging und ich war darüber nicht erfreut. But nonetheless, he left and I wasn't too happy about it. Cash fand bei Columbia Records genau das, was er suchte. Und 1959 erschien mit Hymns by Johnny Cash die erste von vielen religiösen Platten. Nun trat er auch öfter in Fernsehserien und Filmen als Schauspieler vor die Kamera. Seine Karriere entwickelte sich gleichzeitig in verschiedene Richtungen und so war es besser, nach Südkalifornien zu ziehen. Johnnys Haus war ein Sammelpunkt und er hatte als einziger von der Gang einen Swimmingpool. Das machte sein Haus so günstig für alles. Vivian war eine großzügige Gastgeberin und die Mädchen waren noch klein. Die Familie Cash bekam Zuwachs. Am Ende waren es 4 Mädchen. Johnny und Vivian sahen wie das perfekte, wohlhabende Paar aus, aber sie waren nur selten zusammen und die Ehe litt unter der häufigen Abwesenheit des Mannes. Meine Mutter liebte ihn, seine Musik und was er war. Ich glaube, sie hatte keine Ahnung, wo das hinführte, dass er so berühmt werden würde oder was das bedeutete. Die Beeinflussung des Privatlebens, wie er ihr entrissen wurde und immer beschäftigt war, das war für sie völlig unglaublich. Sie konnte das nicht bewältigen. Sie wollte eine nette, kleine, ordentliche Familie und das ging nicht mit ihm. Sie waren zu verschieden. In den 60ern war Johnny Cash längst mehr als ein etablierter Sänger. Er hatte sich zu einem modernen amerikanischen Helden entwickelt. Seine Live-Auftritte begeisterten das Publikum in Großstädten ebenso wie in ländlichen Gemeinden. Hello, I'm Johnny Cash. Eine große Show mit Johnny Cash war einfach gut. Ich war dabei und habe die Euphorie der Menge gespürt. Oft musste ich vorn stehen und sagen, es tut mir leid, aber er kommt nicht noch einmal. Gute Nacht. 1962 kam dann June Carter mit auf die Bühne. Ein Wendepunkt für Cash. Und es sollte nicht lange dauern, bis aus der Vernarrtheit seiner Jugend Liebe wurde. Als er anfing, mit June und der Carter Family zu arbeiten, hat er sich sehr verändert. Ich merkte, dass er mit Menschen arbeitete, bei denen er sich wohlfühlte und mit denen er seine Art Musik machen konnte und durch die sie noch besser klang. Ich habe ihn einmal nach der Magie zwischen ihm und der Carter Family gefragt und er sagte, das war ein schlimmer Fall von Liebe zwischen mir und June. That was a bad case of love between me and June. Cashs Beziehung zu June war eine schwere Belastung für seine Ehe. Doch Vivian hoffte immer noch, die Familie zusammenhalten zu können.
und als gläubige Katholikin kam eine Scheidung für sie nicht in Betracht. Cash verbrachte immer weniger Zeit zu Hause und wurde immer abhängiger von den Tabletten. Mit uns sprach niemand über das, was schlecht lief. Es waren Drogen, aber ich wusste nicht, was das war. Ich wusste nur, wenn er zu Hause war, war er ruhelos und unglücklich und sehr düster. Er schien nur mit einem sehr dünnen Faden an seinen Körper gebunden zu sein. Er war nicht ganz da. Johnny Cash nahm nun bis zu 100 Tabletten am Tag, 50 aufputschende Amphetamintabletten und 50 verschiedene Beruhigungsmittel. Ich hatte Angst, dass er sterben würde. Er war mehrere Male kurz davor, als wir zusammen auf Tournee waren. Ich hatte Angst, die Zeitung aufzuschlagen und einen Nachruf auf Johnny Cash zu lesen. Cash war äußerst begehrt, aber immer wieder mussten jetzt Konzerte abgesagt werden. Einen großen Auftritt in der Carnegie Hall in New York musste er beinahe absagen, weil seine Stimme ihn im Stich gelassen hatte. Ich wusste nicht, wie er den Auftritt in der Carnegie Hall hinbekommen sollte. Er hat es gemacht und seine Stimme war völlig weg. Es war einfach schlecht. Die Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben, obwohl er alles gab. Er muss sich schrecklich gefühlt haben. Das Publikum nahm es nicht krumm. Er hat sich beim Publikum entschuldigt. Er sagte, ich hoffe, ihr gönnt mir eine Pause und kommt das nächste Mal wieder. Mitten in dieser schwierigen Zeit haben June Carter und das Bandmitglied Merle Kilgore einen Song geschrieben, der ein Höhepunkt in Cashs Karriere werden sollte. Ring of Fire war eigentlich ein langsamer Folksong, aber er hob ihn auf ein ganz neues Niveau, indem er Instrumente benutzte, die es in der Country-Musik bisher nicht gegeben hatte. Er erzählte June, dass ihm die Idee dafür im Traum gekommen sei. Sie sagte, John, erzähl Merle, was du geträumt hast. Ich träumte, dass Trompeten, mexikanische Trompeten, Ring of Fire gespielt haben. Ring of Fire, erschienen im Juni 1963, war eine Sensation. Er stieg auf Platz 1 der Country-Charts. Ich sah June an und sie zwinkerte mir zu und sagte, wir haben ein Monster erschaffen. Obwohl Johnny Cash ein Botschafter der Country-Musik war, stimmte er in seinen Ansichten mit vielen Vertretern der Folkmusik überein. 1964 spielte er auf dem Newport Folk Festival. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Er begann mit Folk- und Rockkünstlern wie Bob Dylan zusammenzuarbeiten. Take one, Johnny Cash, Bob Dylan. Bob war und ist ein großer Fan von ihm und er benutzte Cash immer wieder als musikalisches Beispiel. Etwa Cash hätte dieses oder jenes gemacht. Er bewunderte ihn als Menschen. Sein Drogenkonsum brachte Cash zunehmend in Schwierigkeiten. Bei einem Besuch zu Hause im Jahr 1965 fuhr er mit seinem schwarzen Van in die California Hills und löste unter Drogen versehentlich einen Waldbrand aus. Er musste ein Bußgeld von beinahe $100.000 bezahlen. Immer war etwas, immer diese dramatischen, katastrophalen Ereignisse. Ich war in meiner Kindheit sozusagen immer auf dem Sprung und wartete darauf, dass meinem Vater wieder etwas Schreckliches passiert. Cash richtete den Großteil seiner destruktiven Energie gegen sich selbst. Er magerte zusehends ab und sah nach Meinung vieler wie eine wandelnde Leiche aus. Er wurde völlig unberechenbar. Er war immer liebevoll, nett und freundlich und hätte für jeden alles getan. In den frühen 60ern änderte sich seine Persönlichkeit dramatisch. Es war so schlimm, dass ich fast sicher war, er würde sterben. Nun
1965 reichten die Rezepte, die er von verschiedenen Ärzten bekam, nicht mehr aus, um seinen Bedarf an Tabletten zu decken. Verzweifelt kaufte er einen großen Vorrat in Mexiko und wurde in El Paso verhaftet, als er versuchte, die Grenze zu überqueren. Cash befand sich im freien Fall. Und er wusste es. Es gehört zum Leid, das die Sucht verursacht, dass man nicht nur den Körper zerstört, sondern auch seine Fähigkeiten und Gaben. Seine Ziele, seine Liebe und seine Beziehungen. Alles geht zusammen unter. Im Oktober 1967 befand sich Cash noch immer in einer langen Abwärtsspirale. Der Kampf gegen die Drogen schien verloren. Er hatte seit Tagen weder geschlafen noch gegessen und hatte das Gefühl, sein Leben zu verschwenden. Eines Tages ging er völlig am Ende in eine alte Höhle in der Nähe von Chattanooga. Er hoffte, diese nicht mehr lebend zu verlassen. Aber er konnte nicht sterben. Sein Körper spielte nicht mit. Und er hatte eine Art Vision, wie er es ausdrückte. Er sah nichts, keine Engel, er hörte keine Stimmen. Aber er hatte die sehr klare Vorstellung, dass es nicht seine Zeit zum Sterben war. Nach Stunden in völliger Dunkelheit kam er aus der Höhle heraus und traf auf June Carter und seine Mutter, die auf ihn warteten. Sie brachten ihn nach Hause in die Nähe von Nashville. Und in den nächsten Wochen begleitete June ihn durch einen grauenvollen ersten Platz bei einem lokalen Amateurwettbewerb. 1950 besuchte er auf einer Klassenfahrt die Grand Ole Opry in Nashville, den Tempel der Country-Musik. Die umjubelte Carter-Family stand auf dem Programm und Johnny wurde von June Carter verzaubert. Was sie tat, tat sie mit großer Leichtigkeit und das mochte er an ihr. Sie war sehr stark und sie war eine große Komödiantin. Sie stand I Love Lucy in nichts nach. Du bist ein netter Junge und du siehst gut aus, allein schon dein Haar. Nein, nein, gib es mir nicht rüber, ich will es von hier bewundern. Johnny Cash schwor sich, June wiederzusehen. Aber ihre Wege sollten sich 6 Jahre lang nicht mehr kreuzen. Der eiserne Vorhang war gefallen, der Kalte Krieg längst Realität und die USA kurz davor, in einen blutigen Konflikt mit Korea einzutreten. Und Johnny Cash musste eine wichtige Entscheidung treffen. Als er von der Air Force nach Hause kam, brachte er Bänder von Liedern mit, die er geschrieben und in den Rekorder gesungen hatte. Er war ein ziemlich guter Sänger und Songschreiber, aber ich hätte mir trotzdem nicht träumen lassen, dass dieser J.R. Cash einmal der größte Superstar des Musikbusiness werden würde. Im Juni 1950 traten die Vereinigten Staaten in den Koreakrieg ein. Cash hatte daheim keine wirkliche Perspektive und so verpflichtete sich der 19-Jährige für 4 Jahre bei der Air Force. Er begab sich zum Stützpunkt Lackland in San Antonio. Es zeigte sich schnell, dass er ein unglaubliches Talent zum Dechiffrieren von Morsecodes hatte. Er wurde nach Landsberg am Lech in Bayern geschickt, wo er beim Abfangen von Botschaften aus der Sowjetunion gute Dienste leistete. Am Ende seiner Dienstzeit versuchte die Air Force, Cash zu einer Verlängerung zu bewegen und beförderte ihn zum Staff Sergeant, zum Oberfeldwebel. Aber er wollte seinen Traum von einer Musikerkarriere nicht aufgeben. Außerdem hatte er sich in eine Frau verliebt, die er während der Grundausbildung in Texas kennengelernt hatte, Vivian Liberto. Sie hatten sich weiterhin geschrieben. So basically here were two people who... Es waren also 2 Leute, die sich im Grunde nicht wirklich kannten. Und sie haben mir nichts, dir nichts geheiratet. Am 7. August 1954 fand die katholische Trauung in San Antonio statt. Dann brachen der 22-jährige Johnny Cash und seine Ehefrau nach Memphis auf, wo er seinen Ambitionen als Sänger besser nachgehen konnte. Aber als Ernährer brauchte er einen Job und so arbeitete er als Verkäufer von Elektrogeräten.
Ich ging einmal in den Laden, in dem er arbeitete, und er trug Anzug und Krawatte und sah richtig gut aus. Ich wollte gleich etwas kaufen, weil mein Bruder der Verkäufer war. Aber sein Herz gehörte der Musik. Das wurde uns langsam allen klar. Zur gleichen Zeit arbeitete Johnnys älterer Bruder Roy in einer Autowerkstatt in Memphis. Er stellte ihm zwei musikalische Mechaniker vor. Marshall Grant spielte Bass und Luther Perkins E-Gitarre. Bald traten die drei als Johnny Cash and the Tennessee Two auf. Auf der Bühne erschienen die Musiker häufig in einer Farbe, die für Cash zum Markenzeichen werden sollte, in Schwarz. Natürlich trugen er, Luther und Marshall Schwarz. Es war sozusagen die angesagte Uniform. Man sah keine Flecken darauf, es war billig und sah auf der Bühne gut aus. So fing das mit dem schwarzen Outfit an. Cash wollte es unbedingt schaffen. Und so wandte er sich an einen Mann, der es möglich machen konnte, den Boss von Sun Records, Sam Phillips. Ich war von seiner Stimme beeindruckt, Punkt. Stimmen haben mich immer fasziniert, am Telefon oder wenn jemand Hallo sagt. Ich weiß, dass ich von so etwas angezogen werde und Johnny Cash's Stimme zog mich an. Cash bekam die Chance, einen Song aufzunehmen, den er selbst geschrieben hatte, Hey Porter. Aber um eine Single herausbringen zu können, brauchte er eine Nummer für die B-Seite. Er schrieb das Liebeslied Cry, Cry, Cry und legte damit seinen typischen Stil fest. Cash Musik war nicht ganz Country und nicht ganz Rock'n'Roll. Sie war einzigartig. Johnny Cash sprach dich direkt an. Baby, du wirst weinen, weinen, weinen. Und das mit seiner monotonen Stimme und dem Sound. Keiner klang wie er. Diese Energie, dieses Kantige und etwas Dunkles. Auch wenn ich noch zu jung war, um zu wissen, was dieses Dunkle war. Etwas Ursprüngliches, das er im Griff hatte und das einfach zu ihm gehörte. Bis zum Frühjahr 1955 waren allein in den Südstaaten von der Single, die Hey Porter und Cry, Cry, Cry enthielt, 100.000 Exemplare verkauft worden. Über Nacht hatte es Cash geschafft. Und er begann eine Tournee mit keinem Geringeren als Elvis Presley. Er unterschrieb bei Sun Records und schnell folgte ein weiterer Hit, Folsom Prison Blues. I hear the train a-comin', it's rollin' around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison. Als ich ihn das erste Mal im Radio hörte, hatte ich gerade mein Auto auf dem Hollywood Freeway demoliert. Es war Folsom Prison Blues. Ich dachte, er klingt, wie er aussieht, dieser schroffe Sound. Und er hat mich nicht enttäuscht. Ich lag mit meinem Radio auf einem Handtuch am Strand und als er kam, sprang ich auf und schrie allen zu, hör zu, das ist mein Bruder. Mit den Tantiemen konnte Cash ein Haus und einen gebrauchten rosa-schwarzen Lincoln kaufen. Er und Vivian freuten sich auch über die Ankunft ihres ersten Kindes Roseanne am 24. Mai 1955. Hello, I'm Johnny Cash. Johnny Cash, the song. Ein Song von Johnny Cash konnte nur ein Cash-Song sein. Wenn er anfing zu singen, wusste man, dass er es war. I went down, 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 and the flames went high. Dinge kommen und gehen, aber Johnny Cash ist eine feste Größe. Er passt in jede Zeit. Wir wussten, dass er der Man in Black war. Er war größer als alle anderen. Über 40 Jahre lang ragte Johnny Cash aus der amerikanischen Musiklandschaft heraus. Seine Musik war in Amerika einmalig, weil seine Stimme einmalig war.
Seine Songs waren so einfach wie Country-Songs und sie sprachen düstere Stimmungen an. Auf Gefängnishöfen und in Konzerthallen, Cash dominierte die Szene als schon fast mythischer Man in Black. Man spürte, dass er die Wahrheit verkörperte, besonders als er älter wurde. Er wollte niemals verbergen, dass er auch ein böser Bube war und selbstzerstörerisch. Ich habe nie einen anderen erlebt, der mit jeder Situation fertig wurde. Wenn der Man in Black auf die Bühne trat, wurden alle still. Das kann man nicht kaufen oder in der Schule lernen. Man hat es oder man hat es nicht. Cash wurde nicht nur durch die Akkorde einer Rhythmusgitarre angetrieben, sondern auch durch die Frage nach Gut und Böse, die für ihn eine Frage des Überlebens war. June sagte immer, es gäbe zwei Typen, hier John und dort Cash. Es gibt diesen Widerstreit, eine dunkle Seite, mit der er immer gekämpft hat. Er war auch jemand, der tief gegraben hat nach dem, was er die raue Wahrheit nannte. Seine Frau June Carter Cash brachte ihn durch alle dunklen Zeiten und die Intensität ihrer Verbindung hat in all den Jahren nie nachgelassen. Es war offensichtlich eine große Liebe mit viel Humor und Verspieltheit. Sie ließen einander nicht allein. Ich glaube, sie haben sich gegenseitig gefeiert. In den späten 60ern wurde Cash ein Hit bei der jungen Generation, als er einigen Hard-Rock-Songs seinen eigenen Stempel aufdrückte. Seine Offenheit gegenüber der Rockmusik hat mich sehr beeindruckt. Während viele Menschen aus der Country-Ecke sehr engstirnig waren und nichts hören wollten, das ihren Standpunkt und ihre Überzeugungen herausforderte, hat Cash diese Dinge mit offenen Armen aufgenommen. Es war Johnnys Mutter, die die Musik in sein Leben brachte und als erste sein Talent erkannte. Sie hat bei uns allen nach musikalischen Fähigkeiten gesucht und spürte sofort, dass Johnny Talent hatte und sehr schnell begriff, was sie ihm beibrachte. Johnny, den seine Familie nur J.R. nannte, war eines von 7 Kindern. Es waren schwere Zeiten und den Lebensunterhalt zu bestreiten war nicht leicht. Alle mussten auf den Feldern der kleinen Baumwollfarm in Arkansas mitarbeiten. Ich erinnere mich gut an die großen Baumwollballen, die mein Vater zur Verarbeitung in die 3 Kilometer entfernte Stadt schaffte. Den Wagen zogen Maultiere. Wir hatten draußen eine Wasserpumpe und einen eigenen Brunnen. Wir hatten kein fließendes Wasser, bis ich 13 war. Nach den langen Tagen auf dem Feld eilte Johnny zum Radio, um die Country-Stars zu hören, die ihn begeisterten. Eddie Arnold, Hank Williams, Ernest Tubbs und die legendäre Carter Family. Wenn Vater schlief, schlichen wir uns zurück, besonders J.R., und machten das Radio an, um noch ein paar Songs zu hören und die Grand Ole Opry. Ich glaube, er begann zu begreifen, dass er damit etwas anfangen konnte. Er schrieb oft Gedichte, die er uns auf dem Feld vortrug, und er sagte, hört euch mal an, wie das klingt. Später hat er dann diese Texte mit Musik versehen. Sein Vater sah in dem Interesse seines Sohnes an der Musik die reine Frivolität. Mein Großvater war sehr hart. Er gab einem keine Bestätigung oder Liebe. Ich kann mir vorstellen, wie es war, so ein sensibles, freundliches, musikalisches Kind zu sein und so einen Vater zu haben, der das nicht würdigt und auch noch ziemlich brutal ist. Um Bestätigung zu bekommen, wandte sich Johnny an seinen Bruder Jack, auch wenn der nur 2 Jahre älter war als er. Sie machten viel zusammen, arbeiten und spielen, und sie waren sich sehr nahe, weil sie so viel gemeinsam hatten. Mit 14 nahm Jack einen weiteren Job an, um der Familie zu helfen, über die Runden zu kommen. Für $3 am Tag schnitt er Zaunlatten aus Eichenholz. Dann, am 12. Mai 1944, stürzte er auf die Kreissäge und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ich sah meinen Vater weinen, auf die Knie fallen und beten. Er flehte Gott an, seinen Sohn zu verschonen, wenn es sein Wille sei.
Jack kämpfte eine Woche lang um sein Leben, während die Familie auf ein Wunder hoffte und bei ihm ausharrte. Aber am Morgen des 20. Mai 1944 starb Jack Cash. Der Verlust war für den 12-jährigen Johnny verheerend. Als es Gott gefallen hatte, Jack zu sich zu nehmen, war Johnny ganz leer. Er sank in eine stille, gedämpfte Stimmung ab. Mein Vater kann ohne die Einbeziehung des Verlustes seines Bruders nicht richtig verstanden werden, denn ich glaube, das war das wichtigste Ereignis in seinem Leben. Es hat ihn auf Dauer verändert. Danach wurde er von seiner Trauer getrieben. And after that, I think he was driven by his grief. Trost spendete Johnny vor allem die Musik. Mit 17 gewann er mit seinem Gesang einen mit $5 dotierten